Hey Leute, Karl hier, was geht? Frohe Weihnachten, schöner Rutsch, guter Rutsch. Okay. Hey Leute, Karl hier, wie geht's euch? Ich bin ja auch noch relativ hektisch unterwegs. Ich fliege am 31. über Bangkok, beziehungsweise über Dubai nach Bangkok. Also ich freue mich jetzt auch wirklich drauf und ich möchte nochmal das Jahr 2017 Revue passieren lassen. Und ich möchte nochmal meine allerwichtigsten Erkenntnisse mit euch teilen. Ich habe es mir jetzt gerade hier aufgeschrieben. Eine Erkenntnis ist, dass hier hinten, immer wenn ich hier hinten drin nicht sitze, dann verschmiert jemand meine Bildschirme. Das ist so eine der ersten Erkenntnisse. Also fangen wir an. Und zwar, ich habe jetzt viele unterschiedliche Gebiete. Punkt Nummer 1 ist Fitness. Also meine Haupterkenntnis 2017 für Fitness war folgende. Fitness soll ein Bestandteil meines Lebens sein und nicht der Hauptfokus. Denn wenn Fitness für mich der Hauptfokus ist oder war, wenn ich jetzt beispielsweise sehr stark geschreddet bin oder ultra viel trainiere oder beispielsweise auf Kraft 3 Kampf Maximalwerte gehe, dann wird mein zentrales Nervensystem extrem stark davon beeinträchtigt. Ich kann in den anderen Lebensbereichen nicht mehr wirklich 100% Gas geben. Und das schränkt mich einfach ein. Das heißt also, für mich war jetzt so im Bereich Fitness die Erkenntnis, es ist wirklich wichtig, eine Struktur zu haben im Bereich Fitness und ganz klar zu wissen, welche Ziele habe ich, was muss ich für diese Ziele geben und was kostet mich das Ganze auch. Das heißt also, ich will 3-mal die Woche oder maximal 4-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, Ganzkörper- oder Oben-Unterkörpertraining. Ich will so die 20% im Bereich Fitness machen, auch von der Zeit her gesehen, die mir 80-90% der Resultate schlussendlich liefern. Und ich bin völlig damit zufrieden, wenn ich meine Körpergröße minus 100 ziemlich definiert wiege, also 1,84 Meter minus 100, also so 84 bis 88 Kilo, das einfach schön definiert, funktional und auf der Trainingsseite wirklich submaximal trainieren, sehr funktional trainieren, den optimalen Split, wissenschaftlich und nicht Bro-Science-mäßig. Also das mal da die Erkenntnis. Und ich meine, das habe ich ja schon in meinem Trainingsprogramm vor 5 Jahren gelehrt. Nur bin ich einfach in der Vergangenheit zu oft ans Maximum hin und habe dann einfach gemerkt, ich brauche dann noch mehr Schlaf. Ich kann mich nicht zu 100% im Business konzentrieren. Meine Beziehungen leiden teilweise drunter und so weiter und so fort. Also da einfach nochmal, wo das von der Priorität steht, wie man es macht und wirklich auch so nach dem 80-20 Prinzip. Dann im Bereich Ernährung, da auch wieder die Sache, ich mache bei mir, wenn ich definiere, 1-2 Mahlzeiten pro Tag und wenn ich beispielsweise im Aufbau bin, 2-3 Mahlzeiten pro Tag. Und ich mache definitiv Intermittent Fasting, ich ernähre mich High Carb, Low Fat, vegan. Ich esse mindestens 30-40% meiner Kalorien aus Rohkost. Ich esse am Anfang des Tages mehr Rohkost, auch meine Proteins, meine Fats, mein Obst und Gemüse. Und gegen Ende des Tages sind dann mehr meine Stärke, also stärkehaltige Kohlenhydrate, auch hauptsächlich Kartoffeln, Reis, Vollkornnudeln, solche Geschichten. Und das so wirklich die Erkenntnis, ich bin extrem effektiv, ich bin extrem flexibel, ich habe den ganzen Tag über wirklich gute Energie. Und Intermittent Fasting, High Carb, 1-3 Mahlzeiten, das ist so die Erkenntnis im Bereich Ernährung für mich. Und dann allgemein so im Bereich Fitness, wirklich Fitness, um sich richtig gut zu fühlen, um gut auszusehen, leistungsorientiert zu sein. Und so vom Körper her stellen wir uns jetzt beispielsweise mal einen Cristiano Ronaldo vor und jetzt nicht irgendeinen natural oder nicht mehr naturalen Bodybuilder. Und auch vom Körperfettprozent her, eher so zwischen 9-12% wie jetzt 6-8% und definitiv auch nicht mehr als 15% Körperfett für einen Mann beispielsweise. Für eine Frau ist es immer so 5 Körperfettprozentpunkte weiter oben, diese ganzen Ranges. Aber wenn man drüber liegt mit dem Körperfett, dann produziert der Körper auch zu viel Östrogen. Man fühlt sich nicht mehr so gut, die Hormone funktionieren nicht mehr optimal etc. Das also jetzt im Bereich Fitness. Dann im Bereich Menschen, im Bereich Menschen, mit denen man sich umgibt. Mir ist es ganz wichtig, dass diese Menschen zielstrebig sind. Ich muss wissen, was die für eine Mission haben. Wollen die nur gut aussehen? Wollen die nur Geld verdienen? Wollen die nur mit mir rumhängen für das, was ich für sie machen kann? Nicht für die Person, die ich eigentlich bin.
Also mit was für Menschen umgebe ich mich? Ich habe ungefähr 70% meiner Businesspartner zwischen 2015 und 2016 verloren, ausgewechselt, habe mich mit denen getrennt. Und 2016 war für mich so ein wirkliches Rebound-Jahr. 2017, das erste Halbjahr, war für mich so ein Aufbaujahr. Und dann jetzt so das, ja, das dritte und das vierte Quartal von 2017 war für mich wirklich ein extrem guter Jahresabschnitt, muss ich sagen. Es war sehr, sehr gut. Aber ich fokussiere mich bei Menschen extrem stark auf Loyalität, auf Sympathie und auf Kompetenz und wo diese Menschen im Leben hingehen wollen. Das heißt also, ich unterhalte mich wirklich mit Menschen im Endeffekt darüber, was wollt ihr in eurem Leben erreichen, was wollt ihr bewirken, wo wollt ihr hin, was ist eure Mission? Nicht nur was tut ihr, sondern warum tut ihr das, was ihr tut? Und wie zufrieden seid ihr mit euch selber so als Mensch? Ganz wichtige Punkte. Und wenn man sich mit Menschen umgibt, die in die gleiche Richtung gehen, dann macht man im Endeffekt seinen eigenen Erfolg und seinen eigenen Werdegang extrem viel einfacher. Und man findet solche Menschen in den richtigen Foren. Man findet diese Menschen in den richtigen Lokalitäten. Das heißt, man muss sich vorstellen, wen will man treffen, mit was für Menschen will man rumhängen und wo würden sich solche Menschen auch dann dementsprechend aufhalten. Dann der nächste Punkt, Großdenken. Einfach Großdenken. Ich habe jetzt dieses Jahr beispielsweise zusammengearbeitet mit Mercedes, mit Elektrosmart. Ich habe Firmen beliefert wie die Telekom. Ich habe extrem viel Business-to-Business-Geschäft gemacht. Ich habe wirklich mit Investoren gearbeitet, große Projekte teilweise gemacht oder auch angestoßen und in ganz anderen Dimensionen gedacht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Da draußen fährt jetzt gerade jemand mit dem Motorrad rum. Wenn ich jetzt einen Motorradverkauf, einen Mittelklassewagenverkauf oder einen Sportwagenverkauf, der Verkaufsprozess, die Aufgabe, der ganze Deal, der ist ähnlich strukturiert, aber ich verdiene in der gleichen Zeit mit derselben Tätigkeit viel mehr Geld, hänge mit ganz anderen Leuten rum und hantiere auch mit ganz anderen Gegenständen. Das heißt, in welcher Liga denke ich jetzt? Baue ich ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus, ein 10-Familienhaus, ein 100-Familienhaus, ein Hochhaus? Baue ich einen ganzen Stadtteil, ein Stadtviertel? Im Endeffekt in vielen Bereichen ähnliche Tätigkeiten. Aber in welcher Liga spiele ich und vor allem wie baue ich mir einen Plan da, reinzukommen. Dann der nächste Punkt, nachhaltiges Business und Kundenservice. Massiv wichtig, dass man wirklich von diesem Gedanken weggeht, kurz einen Kunden zu bekommen oder kurz einen Personal Training Kunden zu bekommen, da jetzt irgendwie Geld zu verlangen, kurz was zu verdienen und dann ständig neue Kunden suchen zu müssen. Klar, Neukundengeschäft, Akquise ganz wichtig, aber was für Resultate erzeuge ich beim Kunden? Wie bilde ich mich selber ständig fort? Wie mache ich meine Informationen, meine Dienstleistung, mein Produkt die ganze Zeit ständig besser? Dann ist mein Business nachhaltig. Okay? Arbeite ich mit nachhaltigen Rohstoffen, mit nachhaltigen Produkten? Gibt es das Ganze auch in 5, in 10, in 20 Jahren noch? Muss ich mich weiterentwickeln, mitentwickeln? Das ganz wichtige Dinge. Dann ein weiterer Punkt für mich auch persönlich. Wie kann ich meine Emotionen besser kontrollieren? Also Tagesstruktur sehr wichtig, ja, die Struktur, wie arbeite ich den ganzen Tag, aber wie schaut es denn mit meinen Emotionen aus? Also wie kann ich mich dahingehend immer kontrollieren, dass ich mich selber gut fühle, dass ich motiviert bin, dass ich so einen positiven Vibe habe? Ganz wichtig. Dann, wie kann ich effektiver arbeiten? Produktiver arbeiten, mehr in der gleichen Zeit bewerkstelligt bekommen. Wie kann ich meine Arbeitsatmosphäre, mein Umfeld, mein Team so zusammenbauen, dass mir meine Arbeit mehr Spaß macht? Wie kann ich meine Ziele besser definieren, dass mich die Ziele mehr vorantreiben, dass ich Spaß habe jeden Tag? Dann im Bereich Politik, ich hatte jetzt ein Interview mit KenFM. Wie kann ich beispielsweise selber hinter die Kulissen blicken und wirklich herausfinden, was geht momentan in unserer Gesellschaft ab? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum zahlt beispielsweise Starbucks in Deutschland kaum Steuern? Und warum kann dann der Familienbäckereibetrieb in der vierten Generation nicht mehr so richtig mithalten und geht eventuell pleite? Warum zahlen reiche Menschen teilweise weniger Steuern als arme Menschen? Warum zahlt jemand unter 30.000 Euro überhaupt Steuern? Warum gibt es gewisse Schlupflöcher? Warum gibt es beispielsweise doppelt subventionierte Massentierhaltung im Bereich Schweinemast? Warum gibt es diese ganzen Dinge?
Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Was ist Stand der Dinge? Und vor allem, was kann ich jetzt schon tun? Ich gehe jeden Tag mit dem Euro, den ich ausgebe, wählen. Ob ich jetzt beispielsweise Biolinsen kaufe oder in irgendeinem Discounter Massentierhaltungsfleisch kaufe. Ja? Ob ich beispielsweise zu dritt im Auto fahre oder noch jemanden mitnehme oder ob ich immer alleine fahre. Das sind beispielsweise Dinge. Und dann noch einen ganz wichtigen Punkt, Verhältnisse. Verhältnisse, wie ich persönlich für mich arbeite, meine Zeit einteile, mein Geld einteile. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, im Verhältnis zwischen neues Lernen, das Ganze anzuwenden im Bereich Training für sich und dann das Ganze auch wirklich umzusetzen in der echten Welt. Okay? Die meisten Menschen, die gehen her, die haben mittlerweile ein Überfluss an Informationen. Die haben beispielsweise 10, 20, 30, 50, 100 Kanäle abonniert auf YouTube, Podcast, Newsletter. Ich gehe beispielsweise her und reduziere das immer auf drei Gebiete. Immer auf drei Gebiete. Zum Beispiel Ernährung, Finanzen, Politik. Nur mal so als Beispiel. Ja, oder von mir aus kann es sein Fitness. Dann kann es sein irgendwas im Bereich Ingenieurwesen. Okay, dann kann es beispielsweise sein, was im Bereich eigene mentale Fitness, Emotionen kontrollieren, solche Geschichten. Das heißt also, ich darf mir maximal nur drei Bereiche suchen. Dort abonniere ich beispielsweise drei Kanäle und ich nehme nur 1 bis 2 Stunden jeden Tag neue Informationen auf. Danach muss ich mindestens 2, 3 Stunden trainieren und dann muss ich mindestens 4, 5, 6, 7 Stunden auch diese Sachen umsetzen in der Praxis. Ob das jetzt beispielsweise neue Kunden sind, die ich betreue, neues Produkt, was ich entwickle, Telefonanrufe bei der Akquise, ob das jetzt Texte schreiben im Bereich Online-Marketing ist, im Bereich Blogs, ein Buch schreiben, egal was es ist, ob das wirklich physikalisch was bauen ist und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge, extrem wichtig, extrem wichtig, wie dieses Verhältnis. Dann beispielsweise im Bereich Geld. Ich kenne so viele Leute, die verdienen noch keine 1000 Euro pro Monat, aber tragen irgendwelche Schuhe für 200 Euro, sind sich aber irgendwie zu geizig, ein Buch für 30 Euro zu kaufen. Was wirklich eine Investition wäre. Das heißt also, wie kann ich beispielsweise meine Verhältnisse schaffen mit dem Geld, was reinkommt? Ich schaue, dass ich mit so und so viel Prozent, mit maximal 30-50% wirklich lebe. Also Haus, Logistik, also Zug, beispielsweise Bahnticket, Auto, Fahrrad, Essen, Klamotten, die notwendigen Dinge im Leben, dass ich das abdecke mit 30-50%. Dann, dass ich den ersten Teil in meine eigene Bildung investiere, in einen Nebenjob, in ein Nebenbusiness investiere beispielsweise, in irgendwas, was ich mir aufbauen kann, in ein kleines Nebenbusiness. Dann, dass ich beispielsweise 10-20% in irgendwelche Wertanlagen investiere, von sehr risikoarm bis sehr risikoreich beispielsweise. Also wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit neuen Informationen um? Wie gehe ich mit Geld um? Diese Verhältnisse zu lernen und dann mit Menschen in neuen Kreisen mit größeren Zielen. Das ist extrem wichtig. Dann die Tagesstruktur. Also ganz wichtig, was mache ich? Wie mache ich das Ganze? Mit wem mache ich das Ganze? Schreibt euch da mal wirklich einige Dinge auf. Ich werde jetzt diese ganzen Punkte noch die nächsten paar Tage durchgehen. Außerdem haben wir jetzt gerade einige richtig geile Aktionen. Wir haben jetzt noch, bevor das neue Jahr beginnt, erstmal die ganzen Business-Kurse als Aktion hier unten verlinkt. Ganz wichtig, was ich wirklich jedem empfehle, den Produktivitätsplan an. Also wirklich, wie werde ich deutlich produktiver? Da habt ihr hier unten eine kostenlose Präsentation. Dann gibt es dazu einen Kurs. Dieser Kurs, der sollte eigentlich mehrere hundert Euro kosten. Der kostet aber zusammen mit Juicery Neurofocus gerade mal 30 Euro aktuell. Das müsste sich eigentlich jeder holen, dass man wirklich seine Emotionen plant, seine Produktivität, seinen Tagesablauf, seine Motivation, dass man mal wirklich so die Basis hat. Dann haben wir gerade OMBA, dann gibt es gerade OMBA im Sale. Wir haben dann Entrepreneur Fastlane, SMMS. Wir haben die Karl S. Torben Platzer Businessgruppe gemeinsam. Wir haben die ganzen Fitnesskurse, wir haben gerade extrem viele Dinge. Und auch beispielsweise bei Juicery werde ich jetzt einen neuen Fitnesskurs launchen zum Thema leistungssteigernde Ernährung und leistungssteigerndes Training. Ganz, ganz, ganz geile Sachen. Das heißt, bleibt da wirklich immer dran, bleibt da dabei. Ich habe jetzt unten die ganzen wichtigen Sachen verlinkt. Die Links werden von wichtigste und bestes Angebot
runtergehen bis weniger wichtig. Ich hoffe, diese Dinge konnten euch jetzt helfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, wo ich in den meisten Punkten stehe. Und genau an all diesen Punkten werde ich jetzt in Zukunft noch in die Tiefe gehen. Checkt auch meinen zweiten Kanal ab. Checkt Instagram ab. Seid in den Facebook-Gruppen am Start. Und ich werde auch dafür sorgen, dass mein Output zusammenpasst mit meiner Philosophie. Das heißt also, ich werde quasi auf allen meinen Internetplattformen kombiniert am Tag maximal 1 bis 2 Stunden Content raushauen. Der Free-Content, der wird sich nicht überlappen, der wird quasi so pro Tag zwischen 10 bis 30 Minuten sein. Und der Pay-Content, dann wird es maximal auf 90 Minuten pro Tag hochgehen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, im Bereich Coaching, im Bereich Lehren, bin ich an diesem Punkt, die neue Erkenntnis ist wirklich, dass man extrem viel trainiert. Wirklich extrem viel Training. Das ist somit der wichtigste Punkt. Wie kann man es schaffen, dass so viele Menschen wie möglich von den Informationen zum Training in die Handlung reinkommen? Da bin ich wirklich dran. Diesbezüglich werden meine ganzen Kurse ständig optimiert mit Service, mit Tutoren, mit Lehrern. Also da haben wir ein richtig geiles System auch für 2018. Nutzt noch weiterhin diese Tage, um euch wirklich vorzubereiten auf 2018 und nicht nur mit einem Kater aufzustehen, sondern wirklich mit einem ganz klar durchstrukturierten Plan. Macht's gut, euer Karl. Ciao.